Ireland after 3 hours and 49 minutes on court. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Topspin 2K25 und dem Finale. Unser erstes Turnier und das wollen wir natürlich gewinnen. Wir verlieren gar keine Zeit und gehen einfach direkt rein. Unser Gegner ist Jasper Dixon aus Georgien. Weltrang 54. Okay, wir sind Weltrang 80. Sind wir schon? Race Rang 80, wo ich gerade nicht so wirklich weiß, was das bedeutet. Wir haben auf jeden Fall noch 50% Fitness. Das seht ihr da unten rechts, auch bei keine Verletzung. Da sollen wir ja mal so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unter 35% fallen. Also, rein da. Gut, da merkt man jetzt anscheinend schon, dass ein paar mehr Zuschauer am Start sind. Ich starte mal mit einem lockeren Aufschlag rein, mit einem Slice. Den treffe ich nicht gut, den treffe ich perfekt, den treffe ich viel zu früh und der müsste passen. Kriegt er den noch? Tatsächlich. Da hätte ich vor ins Netz gemüsst. Und er macht den ersten Unforced Error. 15-0 für mich. Guter Aufschlag. Ah, den treffe ich nicht perfekt. Den dafür. Jawohl. 30-0. Spiel gerade auf der Schwierigkeit normal. Es gibt noch hart und sehr hart. Da habe ich ja gesagt, das werde ich je nach Fortschritt. Und wie ich mich auch selber fühle, werde ich das anpassen. Da kommt der Slice und da kommt er auch nicht mehr ran. Ey, ich dominiere den gerade komplett. Anscheinend ist der Maxi mittlerweile drinnen im System. Spielen Slice. Da bin ich halt... Oh. Ich stehe auch gerade überhaupt nicht gut. Doch, also. Das erste Spiel komplett souverän. Über die Bühne gebracht. Er hat Spielball. Und jetzt geht es darum, den abzuwehren. Und das Schaf... Nein, er kriegt ihn noch zurück. Komm. Jawohl. 40 beide. Einstand. Erster Aufschlag. Sitzt nicht. Und was macht mein Spieler? Oder war das mein Fehler gerade eben? Oh nein, jetzt hat er den Vorteil. Oh, der war sehr stark. Jawohl. Das nenne ich einen perfekten Return. Und der ist noch besser. Perfekt. Komm schon, Breakball. Ah, meine Energie ist leider auch echt nicht mehr gut. Wow, den hat er genau in die Ecke platziert. Da habe ich keine Chance. Ich muss jetzt ein bisschen... ohne Powerschläge mal auskommen. Der CPU lädt quasi dann selber automatisch auf. Und der sitzt tatsächlich, der springt so hoch ab, dass er da nicht mehr rankommt. Und dann seht ihr auch unten, ne, dass sich ein bisschen die Leiste auflädt und den kriegt er dieses Mal nicht mehr. Jawohl, gebreakt. Ich führe bei meinem eigenen Aufschlagspiel mit 30-15. Naja, den treffe ich nicht gut, aber auch wieder. Gerade eben keine Kontrolle übers Spiel. Jetzt wieder. Und der reicht. Satzpunkt. Es wird eigentlich echt mal Zeit für ein Ass. Mit Slice nach außen gespielt. Boah, ne,
Jawohl! Let's go! Okay, 13-0. Dominiert's. Rein geht's in den zweiten Satz. Aufschlag kommt. Slice. Oh. Ja. Puh. Knappe Geschichte. Zwei Breakbälle für mich. Oh. Das muss er viel besser spielen. Ja. Und das sollte das Break sein. Ich glaube, ich kann mit der Schwierigkeit hochgehen. Weil jetzt kriege ich nämlich auch sogar mittlerweile die Slice-Aufschläge hin. Mit dem rechten Stick. Das Gameplay ist wirklich eine 1 mit Stern. Das ist meine persönliche und ehrliche Meinung. Und dann mache ich natürlich gleich einen Fehler. Aber das liegt, es liegt immer an einem selbst. Das ist wirklich die coole Geschichte hierbei. Oh, was eine Rückhand. 15 beide. Oh, mit Topspin aufgeschlagen. Slice. Ja. Nee. Also wenn er vorgeht ans Netz, dann muss er eigentlich den ersten Volley schon direkt machen. Ansonsten hier wieder mit Topspin aufgeschlagen. Ich muss das dann besser verwerten, wenn ich schon den Aufschlag so gut treffe. Und mit dem Aufschlag komme ich jetzt echt mittlerweile richtig gut klar. Slice. Oh. Den, ja, kriege ich gerade eben noch so reingeloppt. Ich will halt unbedingt meinen Ass schlagen. Ja. Aber es läuft. Also wir werden das auf jeden Fall gewinnen. Jawohl! Schön Longline. Da hat er keine Chance. Und damit Matchpoint. Auch. Oh. Here we go. Wir gewinnen unser erstes Turnier. 3-0. Ja, Jasper Dixon. Hatte da keine Chance. Oliver? Ja, Emma? Habe ich dir nicht gesagt, dass er der Richtige ist? Dieses unbekannte Talent hat sich fast über Nacht zu einer Nachwuchssensation entwickelt. Hatte ich dir nicht zuerst von ihm erzählt? Aber egal. Es ist auf jeden Fall erfreulich, auf der Tour neue, junge Talente zu sehen. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir über jemanden mit so viel Potenzial zum Star sprechen. Vielleicht wird er ja eines Tages auf dem Platz Geschichte schreiben. Unser erster Pokal. 3-0. Ja, ihr seht die Werte selber eingeblendet. Dieses Mal ein Doppelfehler von Dixon. Dann habe ich 25 Winners geschlagen. Unforced Errors hatte ich 5. Da war ich dieses Mal ein bisschen schwach unterwegs. Breakbälle habe ich 3 genutzt. Jupp. Also. Das gibt ordentlich Punkte. Dann irgendein Item, was hier gerade nicht richtig erkannt wird. Zurück zu My Career. So, was steht an? Zusammenfassung Januar. Turniersieger. Australian Open, Medvedev hat gewonnen. ACB Classic, das haben wir gewonnen. Und Delray Beach Classic, es wait. Ja. Okay, Belohnung sehen wir auch an der rechten Seite eingeblendet. Nächster Monat. Spielerstatus fortgeschritten, aktueller Rang Neuling. Okay, ich habe mal das Training und das Sonderevent ohne euch abgeschlossen. Wir haben 5 Nachrichten. Dann schauen wir doch da mal rein. Du musst klein anfangen. Hey, ich habe gehört, dass drüben auf dem Testgelände ein paar wirklich tolle Belohnungen zu holen sind. Sonst gibt es sie nirgends. Also geh doch mal hin und probiere es aus, bevor du dich für diese Events anmeldest. Solltest du dir allerdings ansehen, was dabei auf dem Spiel steht. Man sollte immer wissen, worum es geht, weißt du? Okay.
Willkommen bei den Profis, jetzt bist du Profi und als dein Manager werde ich weiterhin deine Interessen wahren und dich beraten. Es war wirklich aufregend, deinen ersten Spiel als Profi zu sehen. Ich freue mich schon auf das, was als nächstes kommt. Also das sind so ein bisschen die, die wir jetzt in der letzten Folge nicht vorgelesen haben. Boni habe ich gerade eben keine. So, ich habe jetzt energietechnisch, wo stand das jetzt gerade eben? Also wir können mal hier auf die Weltrangliste schauen. Alcaraz ist an der 1, 9.385 Punkte, gefolgt von Medvedev, der ist an der 2. Ist denn Djokovic? Andy Murray ist hier an der 14. Ich schau gerade eben mal. Zverev ist auch nicht am Start. Interessant, ist Djokovic überhaupt in dem Spiel mit dabei? Ich weiß gar nicht, ob überhaupt alle namhaften Spieler hier mit dabei sind, wie das mit den Lizenzen ist und so weiter. Okay. Sieht ehrlich gesagt also nicht so aus, als wenn alle mit dabei wären. Wir sind an der 74 aktuell gesetzt. Alcaraz in der 1, das ist natürlich unser Ziel. Was ist hier? Reis? Sandplatz? Nee, es ist auch kein Nadal hier irgendwie dabei. Rasenplatz. Wobei Nadal jetzt natürlich auch schon sehr, sehr lange verletzt ist, leider. Gut, ich glaube, genau hier steht es jetzt, 39%. Ich ruhe mich jetzt mal aus, mal schauen, was passiert. Ruhen bis März, Standort Fujinomiya, aktueller Ort, ja, 2 Monate ausruhen, nee, 1 Monat ausruhen, dann bin ich wieder bei 89. Ich verliere dann natürlich auch ein bisschen in der Rangliste, aber das macht nichts. Okay, ich bin wieder fit. Ich denke, können wir mal durchgehen, wann gibt es denn einen Grand Slam? Das ist die Frage. Dass ich vielleicht jetzt erstmal ein bisschen off-cam ohne euch spiele. Mein Spieler ein bisschen hochpower. Und dass wir dann ein größeres Turnier spielen. Ja, ich denke mal, das ist der Fahrplan. Nagelt mich nicht drauf fest. Kann auch, ich weiß ja gar nicht, was die Karriere noch alles irgendwie so bereithält. Aber wir haben jetzt mal unser erstes Turnier gewonnen und das erfolgreich. Übrigens, unten stehen die Ziele. Spiele 2 Bronze-Testgelände, 1 von 2. Spiele 4 TS 250 Turniere, 0 von 4. Spiele 2 Drills mit Zielübungen, 0 von 2. Spiele 1 Volley oder 1 Aufschlagtraining. Das habe ich gerade eben schon gemacht. Also das ist schon mal erfolgreich. Abgeschlossen. Ja, das war die dritte Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Höchstwahrscheinlich mit, weiß gar nicht, mit einem Turnier, vielleicht auch direkt wieder mit einem Finale. Muss mal überlegen, wie ich das Ganze für euch so gestalte, damit das irgendwie cool und spannend ist. Jetzt würde ich mich aber erstmal über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen und dann schaut gerne wieder rein bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Max. Ciao.